Die Union Aerospace Corporation ist das größte Unternehmen der Welt. Ursprünglich auf Waffen- und Verteidigungsprojekte spezialisiert, dringt sie nun in weitere Felder vor. Biologische Forschung, Weltraumforschung und andere wissenschaftliche Projekte. Dank unbegrenzter Gelder und der Möglichkeit, sich mit ihrer Forschung außerhalb der moralischen und rechtlichen Grenzen zu bewegen, verfügt die UAC über die fortschrittlichste Technologie, die je entwickelt wurde. Transporter im Anflug erfasst. Mars Anflugkontrolle, Darkstar auf 07063. Wir sind bei 38000. Verstanden, Darkstar. Sinken auf 2000. Bodenkontakt bei 26972. Verstanden, Tower. Wir haben Sie auf dem Radar, Sir. Sie werden gleich landen. Ausgezeichnet. Schicken Sie Counselor Swarm direkt zu mir. Ja, Sir. Tower, hier Darkstar am Landeanflug. Verstanden, Darkstar. Alles bereit. Willkommen zurück. Dass es dazu kommen musste. Ich wollte nicht herkommen. Er ließ Ihnen keine Wahl. Stimmt. Aber das ist das letzte Mal. Ich bin es leid, immer wieder seinen Dreck wegzuräumen. Richtig. Sie übernehmen hier. Und ansonsten schlage ich zu. Wenn es denn sein muss. Betrüger wird lernen, sich nach uns zu richten. Wie Sie wünschen, Kanzler. Willkommen auf dem Mars. Erstes Mal? Lass deine Tasche ruhig hier. Ich lass sie zu deinem Quartier bringen. Okay, zunächst erstmal das Wichtigste. Dies ist dein Personal Data Assistant. Den brauchst du für den Zugang zu allen sicheren Bereichen. Freigaben für Sicherheitszonen werden sofort heruntergeladen. Er ist wichtig. Verliere ihn nicht. Ich sehe hier, dass Sergeant Kelly angefordert hat, dich sofort zu sehen. Geh direkt zum Marine-Kommando. Es geht da lang. Folge den Schildern. Ich bin hier, weil es offenbar gravierende Probleme gibt. Ach wirklich? Muss ich Sie an die bahnbrechende Arbeit erinnern, die wir hier tun? Nein. Aber ich wurde vom Vorstand autorisiert, mir alles anzusehen. Der Vorstand hat Sie autorisiert? Der hat doch keine Ahnung von Wissenschaft. Die wollen nur, was ihnen noch mehr Geld einbringt. Ein Produkt. Keine Sorge. Sie bekommen Ihr Produkt. Nach wie vielen Unfällen? Sagen Sie mir, Dr. Betrüger, warum haben so viele Arbeiter Angst, beschweren sich, beantragen die Versetzung vom Mars? Sie kommen halt auf dem Mars nicht klar. Sie sind erschöpft und überarbeitet. Mehr und fähigere Leute und ein größeres Budget hätten selbst diese Unfälle noch verhindern können. Sie bekommen nichts mehr, bis mein vollständiger Bericht dem Vorstand vorliegt. Ich brauche vollen Zugang, Dr. Betrüger, Delta eingeschlossen. Da gibt es doch sicher keine Probleme. Nur wenn Sie sich verziehen, Swarm. Bleiben Sie mir vom Hals. Hier werden bald erstaunliche Dinge geschehen. Warten Sie nur. Gehen wir. Das hat ja gedauert, Marine. Nun, es geht um Folgendes. Noch einer vom Wissenschaftsteam wird vermisst. Als ranghöchster Scheißneuling darfst du ihn suchen. Sieh dich in der alten Kommunikationsanlage um. Angeblich wollte er dorthin. Der einzige Weg ist die Wartungspassage unterhalb von Mars City. Ich habe die Wache so programmiert, dass sie dich zum Wartungsaufzug führt. Der folgst du hoffentlich besser als den Befehlen bisher. Am Sicherheitskontrollpunkt unten am Aufzug findest du Ausrüstung. Und wenn du ihn findest, bring ihn einfach zurück. Rühr ihn nicht an. Los jetzt. Nein, nein! Bitte, ich muss diese Nachricht absetzen. Sie müssen gewarnt werden, solange noch Zeit ist. Ich kann doch nicht... Sie wissen nicht, was ich sah. Sie können das unmöglich verstehen. Der Teufel ist real. Ich brauchte seinen Käfig. Ich kriege ungewöhnliche Messwerte rein. Nicht gut. Wir können das Level nicht halten.
Das geht viel! Wir kommen durch die Wände! Sie scheinen nicht zu verstehen, Dr. Betrüger. Doch, ich verstehe alles. Glauben Sie mir, Doktor, die USC übernimmt diese Operation. Operation? So nennen Sie das also? Die Situation ist außer Kontrolle. Sie ist nicht außer Kontrolle, Swan, sondern Sie. Ich werde mich um alles kümmern und Sie und Ihr Lakai halten sich da gefälligst raus. Verstanden? Ja, Betrüger. Ich habe verstanden. Okay, Plan B. Sehen Sie die Karte? Nein, Sir. Okay, gehen wir zur Kommunikationsanlage. Wir stoppen die Übertragung von dort. Wie Sie wünschen, Kanzler. Hey. Hier rüber. Sie haben uns erwischt. Ich weiß nicht, wie weit ich es noch schaffe. Hier, nimm die Übertragungskarte. Hier können wir nicht bleiben. Es ist nicht sicher. Wir müssen los. Was? Techniker zum Data-Komplex. Zugangsrampe. Ausfall des Überwachungssensors detektiert. Wer ist da? Gott sei Dank. Sie sind keiner von ihnen? Ich dachte, alle wären weg. Ich war dabei. Ich half ihm.
Wir waren so verrückt, das Portal zu einer anderen Dimension zu öffnen. Wir haben nicht viel Zeit. Wir haben das Böse hereingelassen. Der Schutzstabilisator am Portal fiel aus, als Betrüger das Gerät an sich nahm. Ein Artefakt aus den Ruinen. Er nahm es mit ins Portal und brachte die Hölle hierher. Sie müssen mir erst helfen. Systeme aktiviert. Teleportation beginnt in 10 Minuten. Petrop Solo, hier Echo 1, ist was zu sehen? Echo 1, hier Petrop Solo. Gewaltige Schäden auf der Basis. Sieht aus wie in der Hölle. Lebenszeichen auf dem Bioscanner. Passt auf. Echo 1, ein Überlebender, ein Marine. Corporal, hörst du mich? Alles klar? Kannst du mich hören? Echo 1, hier Aufklärer Solo, bereit für Medevac. Ja, Sir, er ist tot. Roger, Aufklärer 1. Was ist mit Dr. Betrüger? Er ist hier nirgends.